Hallo. 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 Hallo, herzlich. Warum sagen Sie denn immer Hallo? Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für Nüsse, der Podcast mit Dirk und Klaus. Alles ging dahin. Dirk und Klaus. Ja, das haben wir abgesprochen. Stellen Sie sich nochmal vor. Ja, danke schön. Ja, das war ein ziemlich gutes Intro zur Folge 43. Wow. Die Zahl der Illuminaten. Schön beim Ranzi mir den Popschutz in. Was ist denn mit dir los? Hast du ein bisschen Talkumpuder genascht? Die Folgen hören sich immer mehr so an, als ob wir die auch am Stück aufgenommen hätten. Also ich hatte in der letzten reingehört und da habe ich noch gehört. Und du, hast du auch manchmal, es gibt irgendwie so eine Lerngespräche. In der 42. Stunde am Stück, eigentlich auch kein Wunder. Ja, stimmt. Jetzt sind wir schon eine Stunde 43. Wenn ich überlege, zeitweise hatten wir echt so fundierte Wissensbeiträge. Da kam noch einer mit so einem Blatt. Ja, Recherche. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Also zwei Seiten abgearbeitet, irgendwelche Infos rausgehauen. Jetzt noch, was hältst du von Fußpilz? Das können wir euch da draußen am Äther sagen. Die Zeiten sind vorbei und kommen so schnell nicht wieder. Ja, das stimmt. Bis wir einen Sponsor haben. Ach, wenn ich überlege, ist meine Frage auch schon wenig so klar. Sag mal, ist BitConnect nicht der beste Weg, um an Bitcoin zu kommen und deine Freunde von den vielen Vorteilen von Bitcoin zu überzeugen? Das war diese Betrugsnummer bei John Oliver. Der Typ, der mal auf die Bühne gegangen ist und BitConnect geschrien hat. So eine Mischung aus Bitcoin und Schneeballschema. Nee, wie sagt man? Schneeballsystem. Ich versuche gerade die Fussel aus meinem Gehirn zu pusten. Hört man das? Oh, wir haben beide fesche Trainingsanzüge an. Ja, naja, ja. Also fresche Trainingskombis, ne? Ja. Oben hui, unten fui, würde ich sagen. Naja, ich bin bei. Aber ich mag so diesen. Ich habe so einen Lumpentrainingsanzug bei Lidl, der ist auch schon trocken. Ich habe den gestern mitgewaschen, der ist schon trocken. Du hast jetzt frisch einen Lumpen. Ja, der sieht aus wie so ein zusammengeschneiderter. Ist das die Jacke, die du mal geholt hast? Aber du redest nicht gerade über diese Jacke. Doch. Hast du nicht gerade gesagt, du hast gerade eine gewaschen, die ist schon trocken? Ja. Das, was ich hier anhabe. Das, Alter, Kollege! Ich hab's gestern Abend gewaschen und ich sag dir, es war heute Morgen so richtig trocken. So. Das ist ultra krasse Material, kann ich dir empfehlen, wenn du bei Berlin seid. Ja, kauft einfach mal Fließtrainingsanzug obenteil. Ja, 8,99. Krass. Nee, das Ding war doch 4,99. Gesponsert. Nee, 4,99 war das Thermo Longsleeve, was du nächstes Mal kaufst, Kollege. Ja. Alle Morning-Show-Geräusche erstmal rauskommen. Wow, wusch! Das war eine Ferguson. Yeah. Was ist denn hier los, ey? Schieb doch mal bitte den Zoo raus. Ach, wie der Pegel auch aussieht. Habt ihr damals hier auch im Kindergarten einen Wanderzoo gehabt? Ich war nie im Kindergarten. Ah, wo warst du, im Keller oder was? Ich komme aus West-Berlin, da gab es keine Kindergartenplätze. Ah, ja. Wir waren von den Sowjets belagert. Von den Sowjets? Sorgen. Ja. In der Sowjetunion. Ja, der Russe war hier überall um uns rum. Und der hat die Kindergärten boykottiert, oder? Ja, du kannst ja keine Kindergärten, aber es war wie Wehrpflicht, freiwillig. Hä? In West-Berlin. Keiner musste sich zum Kindergarten anmelden. Im Wohnwagen. Zum Kindergärtner. Ja, du wurdest halt immer auf die Straße geschickt, bist da groß geworden. Cool. Du hast die wichtigen Lektionen gelernt. Wie man aus einer Zahnbürste ein angespitztes Messer schnitzt. Ja, oder andersrum. Ja. Ist auch besser fürs Zahnfleisch. Wann wurdest du eingeschult? In Jahren oder mit Alter? Sprich mal von deinem Alter. Das Jahr würde kein, da könnte ja keiner was zusammenbauen. Wo bin ich eingeschult? 90? Nicht wo, wann? 90. Nein, wie alt warst du da? Dein ja, Alter? Ja, 90. Sag doch mal, Alter. Ja, 5. Mit 5 wurdest du eingeschult? Ja, in die Vorschule. Mit 5 in die Vorschule, ja. Vorschule, ach so. Was, und dann also, 5 was, was ist denn in der Vorschule passiert? Gab es da schon irgendwelche... Wie lange ist man Vorschule? Ein Jahr oder was? Ja. Weiß ich nicht, nee, ein Jahr? Macht. Ja. Ein Jahr? Ja. Ist das eine Show hier, ey. Mein Nacken tut so weh, merkst du? Ja, ne, was macht man so in der Vorschule? Ja, halt einfache Reimschemata wie Dactylus und Trocheus. Und wo ist der Unterschied zwischen Kindergarten und Vorschule? Kindergarten bist du nachmittags. Quatsch. Und viel jünger. Kindergarten bist du nachmittags? Da merkt man, dass du echt gar keinen Plan vom Kindergarten hast.
Du redest von Kinderhort oder Kindertagesstätten. War ich auch nicht. Gab's auch nicht. Gibt's nicht. Kinder. In West-Berlin gab's du nachmittags. In West-Berlin gab's einen. Wenn die Eltern nach Hause kommen, gehst du im Kindergarten aus. Ein Hortplatz, da konntest du dich gleich, konntest du die Kinder gleich beim zweiten Date mal prophylaktisch anmelden. So heiß begehrt war der. Kindergarten bist du nachmittags, ey. Na, was auch. Ne, Schule bist du immer nachts gegangen, oder? Wie in einem echten Garten. Du bist ja auch nachmittags an einem Garten. Die Römer schließen. Warum soll es beim Kindergarten anders sein? Mit einem Liter Fanta. Ich kann nicht schlafen. Zucker hält wach und aufmerksam. Das ist der Einzige mit Schlüssel, war ich schon ja für die Mikro Schule gegangen. Ein bisschen tiefer. Das ist ja unerträglich. Entschuldige mich gleich für die Geräusche. Nee, ich glaube, du kannst die vorigen 5 Minuten erstmal entschuldigen. Die waren super Content, wenn ich auf den Pegel schaue. Es sieht richtig gut aus. Mit 5 kam ich in die Vorschule und habe eben Zähneputzen gelernt. Jeder hat einen eigenen Zahnputzbecher mit seinem Namen drauf. Wie, du hast 5 Jahre deine Zähne nicht geputzt? Ja, du hast doch mit 5 noch keine Zähne. Ja, du nicht. Du mit deiner Fanta-Diät. Das ist ja schön, irgendwie nachts im vorderen Beißer immer in so ein frisches Fanta-Schörlchen gelegt und morgens dann abgelutscht, den Stumpf. Zusammen mit einem Stück Gyros. Sich aufgelöst über Nacht. Die hast du so neckisch in Schlangenlinien zwischen die Zahnzwischenräume gelegt. Wie kamen wir da jetzt drauf? Wir begrüßen auch unsere Fernfahrer, die das jetzt auf der Strecke zwischen Meppen und Barcelona hören. Auf der Wolke A7 ist noch ein Plätzchen für die Freifremder. Nice. Runter vom Bock, rein in den anderen Bock. Empfangsbereich von der Wolke A7, du perverses Schwein. Heute ist Schnitzeltag, wie jeden Tag. Ja, ich sag, jeden Tag ist Schnitzeltag. Aber heute mit Panade. Haben wir jetzt den dummen Scheiß entweder du schaffst dein Schnitzel oder dein Schnitzel schafft dich, wie unser Chefkoch Jürgen immer sagt. Na, ich glaube, das ist echt Thema. Gibt es eine noch diese XXL-Welle? Mit Jürgen Jumbo Schreiner, der sich durch Deutschland isst? Ich bin mir relativ sicher, dass Jumbo Schreiner inzwischen herztot gestorben ist und nur noch viele so. Viele Berichte gesehen, wie er da halt vor so einem kopfgroßen Kohl saß oder Knödel und hat dann halt irgendwie so 5 Liter Bratensoße versucht darüber zu gießen und so eine Geschichten. Ja, heute bin ich mal hier im Restaurant zur Jägersau. Die sagen, sie haben den größten Schweinebraten Deutschlands. Das will ich mir doch mal ansehen. Und steigt er aus seinem Smart aus, den er trägt wie andere ein enges T-Shirt? Ja, der Smart löst sich von ihm. Ja. Nee, ja, der ist doch dann immer im Hammer oder mit einer G-Klasse rumgefahren. Weil der konnte ja auch in nichts anderes rein. Das Geile ist auch immer, dass der dann irgendwie prädestiniert für Geschmack und Zubereitung. Und ich denke, warum? Seht ihn euch an. So, also klar, ich will niemanden absprechen, der halt 500 Kilo wiegt, dass er halt nicht feine Geschmacksnerven haben kann. Aber er ist doch eher der Typ, wo man denkt, egal was, zu viel. Das ist so dein Credo. Siehst du jetzt zum ersten Mal deine Hände oder was? So irritierend manchmal irgendwas zu erzählen, wenn Fritz halt einfach aussteigt aus dem Leben. Und ich muss da zugucken, wie so eine Amöbe das erste Mal Sonnenlicht und Stoff irgendwie wahrnimmt. Ich habe Blut auf meiner Hose. Hätte ich mich irgendwo geschnitten. Ich habe vorhin was gesägt. Du bist ganz viel unter deiner Haut. Ich kontrolliere jetzt mal ganz kurz meine Hände. Oh, kontrolliere deinen Nacken. Blutig irgendwo? Ja, hinten. Muss ich schnell umdrehen, was? Wie ein Hund. Oh, das hätte fast ein normaler Ansatz von Gespräch werden können. Ja. Schon entdeckt er sich. Stimmt. Einmal Licht angemacht und schon guckt er nach unten. Alle, die diese Jumbo-Schreiner-Galileo 2006-Geschichte jetzt nie zu Ende hören werden, so wie sie es verdient hat, erzählt zu werden. Ich wette, sitzt da jetzt. Jetzt sag's doch endlich! Wahrscheinlich Jumbo-Schreiner selbst. Genau, der überlegt, wie es weitergeht. Was ist denn da los? Ich will aber wissen, wo ich blute. Das ist doch ein durchaus legitime Frage. Ja, dann heb doch mal Frage. Deine Ärmchen, dreh sie, dann gucke ich sie mir an. Linker Ellbogen, das ist irgendwas Rotiges. Das passt auch, plausibel. Dass du mit dem Ellbogen wahrscheinlich beim Kacken auf dem Oberschenkel gedrückt hast und dabei dir Blut da in die Hose gedrückt hast. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Jetzt soll ich laufen lassen und du erzählst deine Jumbo-Geschichte? Ich höre dich ja. Ich hab meine Kopfhörer. Ja, wenn du nicht singst, dann kann ich es erzählen. Ach, ich singe doch nicht. Jetzt geht er tatsächlich weg und holt sich so ein Bärchenpflaster. Oh, jetzt muss er drüber reden. Was wollte ich denn erzählen? Jumbo Schreiner. Es ist total schwer, sich zu konzentrieren. Keiner unserer Zuhörer hätte irgendwas. In dieser gemerkt. Kleine Hund. Jetzt hat er seinen Desinfektions-, Abdeckungs-,
Konservierungsspray drauf getan. Also es war wohl definitiv offen, weil er jetzt gerade schmerzverzerrt sich widersetzt. Ja, naja. Ne? Oder sich widersetzt. So. Soll ich direkt mit der Frage anfangen, weil es verläuft nee, hier gerade. Ich will die Jumbo-Schreiner-Geschichte schon noch zu Ende hören. Welche Geschichte denn? Du hast doch angefangen mit Jumbo-Schreiner. Ich habe nur ein Beispiel von vielen genannt, dass er halt vor irgendwelchen großen Portionen saß und gefuttert hat. Und dann hat irgendwer gemeint, dass er hätte darüber urteilen können, ob es ein gutes Essen war und nicht, ob es ein großes Essen war. Das sind die Exklusiv-Stories, für die ihr für Nüsse hört. Ja. Ja. Also ich meine, ach, weiß ich nicht. Da hole ich mir lieber Einkaufstipps von Tim Wiese, was ich halt als Sporternährung so, mir reinpfeifen sollte. Obwohl ich immer am Hüttenkäse vorbeilaufe. Der ist aber auch... Was willst du mit Hüttenkäse machen? Also guter Punkt. Da bringst du mich direkt zu einer Frage, die ich heute mitgebracht habe. Tipps zum Onanieren? Nee, die können... Oh, was ist das für ein Geruch, der von... Das riecht jetzt... Kannst du das Fenster aufmachen? Nee, es riecht... Ja, das ist das... Ja. Ist das das Spray? Ja, ne, sicher. Ist das aber das Spray. Riecht wie Asbest oder so. Hast du irgendwie so eine... Sicher, dass du nicht verwechselst mit Bremsenreiniger? Nee, das ist schon... Reiß mal kurz rüber, die Flasche da. Sprühst du doch in die Nase. Alter, es riecht wie Kleber. Ja, das ist ja, das verklebt ja auch die Wunde. Ja, aber dass das halt genauso riecht wie ganz normaler, handelsüblicher... Ja, naja. Prittstift oder Uhu. Ich glaube nicht, dass es noch andere Marken gibt. Punkt. Hm. Odol. Ich habe gehört, nee, in einer Löwenzahn-Folge hat Peter Lustig erzählt, dass man aus alten Gummibärchen, die nicht mehr isst, die könnte man dann kochen, beziehungsweise einfach nur erhitzen und hätte super Klebstoff. Ich glaube, es hat jeder schon mal gemacht, so ein paar Gummibärchen zu einer Suppe erhitzt. Bewusst? Als Kind. Ach so, ja. Aber ich habe so ein Feuerzeug an einer Kerze gemacht. Und dir gespritzt auf einem Löffel? Alter, ich habe mit Feuer habe ich viel Scheiß gemacht früher. Ich hatte auch tatsächlich, es gab Kerzen- und Streichholzverbotfahrungen. Lange. Gilt immer noch. Ach, daher kommt deine Faszination jetzt mit Kerzen zu Hause. Weil du lange nicht durftest. Was für eine Du hast eine 2 Meter große Kerze, die aus 800 Kerzenstumpen besteht. Ach, du meinst hier irgendwie so eine Tropfkerze oder was? Ja. Wo hab ich denn? Du hast doch überall Kerzen und irgendwelches Zeug zu Hause, was brennt. Das habe ich immer nur, wenn du gekommen bist, um es romantischer aussehen zu lassen. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe auch immer Blumen mitgebracht. Vom Floristen der Wolke A7. Met. Ein Strauß Met. Die einzig wahre Blume. Und die auf dem Bier, ne? Cool. So. Also jetzt echt, lasst mich zu meiner Frage. Wir haben jetzt 2 Minuten. Du hast die Null jetzt nicht mitgelesen, oder was? Guck mal, alle sitzen auch da und denken, ja, sag mal. Was ist denn jetzt die Frage? Ich will es endlich wissen. Ja. Wie sieht ein richtig guter Suhl aus? Er wollte schon wieder sich beschweren. Hier gibt es keinen Peter, hier gibt es nur Suhl. Vielleicht willst du erklären, was Suhl überhaupt ist? Ja, ein Suhl, ursprünglich von uns auch Blödeinkauf genannt, ist ein gemeinsamer Einkauf von meist Lebensmitteln. Also in einem ganz normalen... Hauptsächlich. Als genau. Grundlage Lebensmittel. In einem Supermarkt, der natürlich mittlerweile mehr als nur Lebensmittel anbietet. Ja. Entstanden ist das Ganze, glaube ich, 2005, 2006. 2006 hätte ich gesagt. Mit König haben wir damals zu dritt gerne... Schöne Grüße an König, angefangen, ich glaube, einmal im Monat oder was, oder einmal in der Woche? Nee, einmal im Monat. Endlos Kohle da gelassen, die wir nicht hatten. Ja, genau. Das waren die richtig großen Dinger, dass wir halt echt diese riesigen Wagen, es gibt ja mittlerweile diese Single-Wagen und diese Wagen, wo du denkst, Alter, was soll ich denn da reinpacken? Da kann ich ein Pferd kaufen mit dem Wagen. Ganzes. Ausgewachsen. Naja, und da haben wir dann zu dritt sind wir dann in einem alten Polo von, naja, alt gar nicht, hatte immer, aber mit dem Polo von König halt zu Real gefahren und haben dann halt angefangen, blöde Scheiße. Also eigentlich ganz normal angefangen mit normalen Sachen, die man wirklich braucht. Und da hat immer einer versucht, den anderen Dummscheiß einzureden, was meist auch funktioniert, weil es einfach lustig war. Ja, sich halt also, wenn du jetzt einen Turm weißer Hanutas kaufst, muss ich ja auch. Genau.
Oder halt irgendwie Rot-Weiß-Ketchup oder so, was man halt mal als Teenager ganz lecker fand. Aber wenn du dann wirklich so eine vergünstigte 500 Milliliter Tube zu Hause hast, denkst du, scheiße. Das hatte ich, was ich, also mich mal so angemacht hat, da war so eine Packung bei Real, also Real. So 2 oder 3 Liter Orangensaft in so einem Plastikkanister. Aber nicht mehr so frisch, also so diese. Ne, so amerikanischer Orangensaft. Ah, ja, ja, den du halt so aus einem amerikanischen Kühlschrank, aus so Walmart und Target. Diesen leicht trüben Plastik, ja, genau, wo man nicht denkt, genau, ja, genau. Und den hatten, kalt den aus seinem Kühlschrank trinken. Den hatten sie bereit. Ich habe den auch teilweise irgendwie im Kater kalt weggetrunken. Ja, ich daran ist das Beste, was du machen kannst. Viel Zucker, viel Säure, das beruhigt sich der Magen. Ja, von, so. Ja, aber da ging es noch, ne? Ja, ja, ja. Wir haben halt das ziemlich gut länger geführt. Wir haben teilweise auch mal bei Ikea Blödeinkäufe gemacht. Also habe ich, glaube ich, auch ein paar Sachen, die unnötig waren. Wenn du halt sagst von wegen, okay, cool, ein paar Kerzen, nicht schlecht, aber wenn du dann halt irgendwie 200 Teelichter holst und denkst, ah, das, also was? Kann ich ja mit heizen. Ja. Da sind auch lustige Bilder entstanden, wenn wir uns dann halt irgendwie in der Gartenabteilung von Real die hab ich noch. Bekriegt haben. Mit halt ich sehe schon, was hier das Thumbnail der Folge wird. Also das Originalbild von früher oder was? Können wir unsere neuen Gesichter drauf kopieren. Ja, aber ich meine, Suhl, das ist ja jetzt ein bisschen das wäre geil, ein altes Bild. Ja. Ja, und mittlerweile ist das halt dann, irgendwie hat sich das verändert, weil im Ghostbusters Teil 1 ist Dana Scully zu Hause, sitzt auf ihr Sofa, auf ihrem Sofa, glaube ich, und dann wird sie ja angegriffen von einer Macht. Also da platzt ja irgendwie Sofa. Hat Dana Scully gesagt? Dana, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Stimmt, Dana Scully. Dana. Merlin ist Janine. Ja. Fuck, wie heißt sie denn jetzt? Das ist ja ärgerlich. Dana. Ich muss den öfter jetzt einmal im Jahr schauen. Dana. Oh, fuck, wird der Name genannt? Irgendwas Italienisches? Ich schaue es einfach mal nach, du kannst mal weiterreden. Ja, jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, kommt dann halt so eine gruselige Monsterhand zwischen ihrem Schritt aus dem Sitzkissen raus, krallt sie fest und dann noch irgendwie 2, 3 weitere Hände. Dann dreht sich der Sessel um und rutscht rückwärts Richtung Kühlschrank. Und der Kühlschrank springt, glaube ich, auf. Und da sieht man dann zwei Cerberus-ähnlichen Zombie-Monsterhunde. Und ich glaube, einer von beiden sagt Suhl. Und der Kühlschrank ist ja quasi das Tor zu einer anderen Dimension geworden. Genau, genau. Und das ist halt für uns dann irgendwann synonym geworden, neben Blödeinkauf, dass wir öfter Suhl und irgendwann ist nur noch Suhl geworden. Das ist dann auch als Verb. Babylonisch? Protosumerisch. Dass wir auch Suhlen sagen oder gesuhlt oder es darf gesuhlt werden. Dana Barrett. Barrett! Meine Dana Barrett. Immer bereit zu helfen und zu schmusen. Ich dachte, ich gebe uns doch eine Chance. Das hassen sie. Ja, okay, 40.000 Zitate. Ding, 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 ding. Ja, und so ist es entstanden, dass wir jetzt, also der Klaus und der Dirk untereinander, das halt immer Suhl nennen. Das ist übrigens auch der einzig gute Gag bei Family Guy. Ja, da bin ich ja halt komplett raus. Es gibt so eine Szene, in der der Vater ist Peter Griffin und ich weiß gar nicht, wie die Mutter... Ist das mit dem sprechenden Hund? Ja, genau. Okay. Und die Mutter... Mit dem erwachsenen Baby oder so? Oder? Ja, das Baby benimmt sich halt wie ein Erwachsener. Mann. Okay. Und die Mutter kommt gerade mit den Einkäufen in die Küche und will den Kühlschrank einräumen, macht die Kühlschranktür auf, guckt in den Kühlschrank. Peter kommt sofort aus dem Kühlschrank raus und er sagt, es gibt hier keinen Peter, hier gibt es nur Suhl. Ja, das ist ja lustig. Auf jeden Fall, ne, wenn der Kühlschrank so leer ist, dass genau nur Suhl drin wohnt. Ja, also bei uns ist er eigentlich, bei unserem regelmäßigen Suhl, ist es echt schwer, den leer zu kriegen. Ja, wir haben zumindest eine Ablage aus vegetarischem Brotaufstrich. Also, holla die Waldfee, ey. Beziehungsweise auch Aufschnitt. Aber wir haben ja auch vegetarischen Brotaufstrich. Ja, und wir gehen echt so im Schnitt, wie wir trainieren, dreimal die Woche Suhlen. Aber wir stopfen ja auch Biomasse in riesigen Mengen in uns rein. Also es ist jetzt echt nicht weniger geworden. Das ist echt gruselig. Also wie viel dann auch, also dass man halt auch, ich habe vorhin, heute durfte ich ja nochmal nach Babelsberg und da habe ich halt eigentlich normal gefrühstückt und als ich zurückkam, dachte ich, ich esse ja nie Mittag. Ich habe mir nochmal was reingepfiffen. Weil ich irgendwie dachte so, wir warten, bis der nächste Eimer Reis auf dich zugerollt.
Naja. Und dann, ja. Wir gehen, können wir ja sagen. Ne? Ist ja der können wir ja sagen. Früher waren wir bei Rewe, ja. Aber da haben wir noch ein Event draus gemacht. Da waren wir immer für uns alleine einkaufen und haben dann zusätzlich ein Suhl eingeschoben, wo wir dann bei Rewe waren. Und ach so, jeder für sich, genau. Stimmt. Und dann haben wir gemeinsam zelebriert, lass mal ein Suhl machen. Ganz gerne auch mal nach dem Fußball, wenn du angetrunken bist. Ja, das ist der beste Zustand. Ja, also ich meine, okay, da entstehen die traditionellen, richtigen Suhl-Ideen. So, dass du sagst von wegen, ich brauche einen Nasenhaarschneider, hol dir das Bettlaken mit SpongeBob drauf, Muffinform. Das habe ich übrigens noch nie bereut, dieses SpongeBob-Bettlaken. Aber das ist aus dem Suhl. Nee, das habe ich tatsächlich besoffen bestellt bei Amazon. Ach so. So wie ich halt so ein Eimer Lollis mal besoffen bestellt habe. Ja, naja, wo Amazon doch auch weiß, nachts um zwei, wenn du so einen Blödsinn bestellst, da müsste doch eine Betrunkenensicherung drin sein. Stimmt. Ich meine, das kannst du doch nicht nüchtern machen. Was war deine letzte betrunkene Action? Also so von irgendwie Lebensmittel oder irgendwas? Nee, Quatsch. Oder irgendwas, also betrunken ist? Einkaufen, irgendwelchen Blödsinn, das war, als wir neulich aus dem Panenka gestolpert sind, peinlicherweise nach zwei Bier. Stimmt. Wo und ich so einen Zuckerschock hatte. Ja, wo ich gezittert habe im Laden. Diese, dann diese komischen Zuckerknabberstangen. Ja, Manga, Potanga, Tang, Pengo, Papango. Oh Gott, der hat einen Schlaganfall. Ich stopp die Zeit. Stimmt. Siehst du, dass meine Zunge hier drauf rumbeiße, mit dem Stift rauspopel und die Zeit stoppe? Oh, wie heißen die? Ballersticks, glaube ich, heißen die. Ja, da war es ja dicht dran mit Manga Popanga. Und die schießen richtig in die Rübe. Also, wenn du da halt so ein Kind das gibst, dann bitte nicht wundern, dass der halt einfach nicht zur Ruhe kommt, wenn der danach auch auf den Schock erstmal einen halben Liter Cola säuft. Also paniertes Ofengemüse, was ich letztes Mal da eingesteckt habe, kann ich nur empfehlen. Das ist auch, also nicht nur, dass es eigentlich ekelhaft ist, sondern es ist auch ungenießbar, weil natürlich, wenn man das in den Ofen packt und das Gemüse, was ja einen hohen Wasseranteil hat, das ist ja kochend heiß, selbst wenn die Panade schon eiskalt ist. Und dann schluckt man mal so kleine, wertlose Lavabrocken runter. Ja, du beißt einmal rauf und hast kochendes Wasser auf der Zunge, aber außen kannst du es locker in die Hand nehmen. Dann beißt man neckisch noch die Blasen von der Zunge gleich mit auf. Oh, das war echt keine gute Entscheidung. Ja, bei mir war es, glaube ich, so ein Eimer Lakritzstangen, wie ich mir bestellt habe. Was ist jetzt passiert? Der Lastenaufzug waberte da gerade direkt vorm Fenster rum. Ja, da rennt ja auch jemand auf der Etage. Ja, ist doch alles okay, ist alles versichert hier. Außerdem ist alles verkauft schon. Heute Morgen habe ich einen Bauarbeiter erschreckt. Ja, das habe ich erzählt. Ja, aber nicht für die egal. Ist auch nicht so eine Mega-Geschichte. Das war das letzte Mal irgendwie dumm und leicht angetrunken. Oh Gott. Jetzt wackelt sich so in Gang. Warst du seitdem noch irgendwie angetrunken? Einkaufen auch nicht, ne? Nee. Aber generell können wir mal erzählen, wie denn immer unser Weg aussieht. Ich kann ja auch schon mal sagen, was du hast es ja vorhin nur angeschnitten. Wer aufmerksam zugehört hat, wird es gemerkt haben. Aufmerksam, Hu. Bicke, machen Sie heute bitte einmal Kuhhörn. Ich weiß nicht, ob das ein Hasendialekt oder irgendwas Rassistisches sein soll. So spreche ich, wenn ich meine Ballersticks im Mund habe. Ja. Wir nehmen nur einen Einkaufswagen. So will es das Gesetz. Ja, ist ja nicht selbstverständlich für Außenstehende. Das ist romantisch, stimmt. Wir müssen ja so ein paar Sachen erzählen, die wir gar nicht so wissen. Und es gibt dann halt auch, es hat sich auch irgendwie so etabliert, egal ob meist Klaus halt den Euro hat oder der Dirk, der Klaus schiebt den Wagen. Ja. Und ich fass das Ding nicht an. Und es ist auch. Und wenn, dann guckt er mich ganz böse an. Ja, auch das, was ja irgendwie dann, wenn du mal mit jemand anderem einkaufen bist. Und dann, ja, aber wir brauchen das doch gar nicht. Nee, wir gehen hier jeden einzelnen Gang ab. Wir streifen hier mit den Augen eines Luchses jeden Gang rauf und wieder runter. Mir egal, ob wir nur eine Walnuss brauchen und ein Kaugummi. Wir gehen hier schön am Gemüse und Käse vorbei. Das finde ich immer so geil, wenn ich bei meiner Freundin bin in der Nähe dieser Laden, den ich sonst überhaupt nicht kenne, Norma. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Norma drin warst. Ich war schon mal in einem Norma. Okay. Und das ist halt so ein Norma in Pankow und der ist tot. Immer tot. Aber das finde ich super. Der ist total stabilieren? Tod. Eine lange Geschichte. Jedenfalls gehe ich da halt auch. Ich
keine Ahnung, ich könnte halt einen Eimer Nüsse zum Beispiel nur brauchen. Mhm. Und ich gehe dann halt auch, die haben immer diese, ich weiß nicht, wie heißt dieses, nicht Quengelware, sondern da, wo man halt immer wochenaktuell Klamotten und irgend so ein Scheiß. Ach so, ah. Wie heißt das? Ja. Was meist in der Mitte so zentriert. Ja, man muss komplett durch, um da ranzukommen. Ja. Und da gibt es halt immer die krassesten Sachen da, also was ist krass am Vergleich, also auch denkst, und auch die Fotos finde ich so geil, von irgendwelchen Trainingsklamotten machen wir uns ja auch gerne mal, aber nochmal zurück, jetzt schweife ich schon wieder ab. Grundregeln eines Suhl, wir nehmen halt auch nie den großen, sondern mittlerweile immer nur den kleinen Wagen. Den manövrierfähigen Wagen. Klaus kriegt regelmäßig einen Anfall, wenn er merkt, dass er halt den Euro reinsteckt. Ihr werdet ja gemerkt haben, ich bin seelenruhig, die Gelassenheit in Person. Aber und die lokale Blockierung halt irgendwie ausgelöst wurde und das nicht entriegelt wurde. Das ist auch wirklich, das ist echt ein Scheiß. Das ist ein Defekt in der Architektur von diesem Lidl-Markt, in dem wir einkaufen gehen, dass ständig irgendwelche Wägen blockieren, weil der Magnetstreifen, der die sperrt, viel zu dicht an der Wagenkette ist. Da gibt es doch keine logische Erklärung für. Das sind paranormale Aktivitäten, die da vor sich gehen. Also ich finde das ja okay, dass die halt irgendwie bei, keine Ahnung, 100 Meter außerhalb des Ladens... Sobald du auf dem Parkplatz fährst. Ja, genau. So. Aber wenn der wieder im Laden ist, dann muss er sich automatisch entsperren. So, weil das halt, kann ja sein, dass du das wie so ein Radiergummi wieder reinschiebst und dann sagst du, ja, viel Spaß für den nächsten. Und das wird ja nicht leicht zu manövrieren, wenn du mal sowas hast, wo dann, glaube ich, einer von vier Rollen blockiert ist und wenn da dann noch Gewicht dazu kommt. Da sagst du, jetzt kaufe ich wirklich einen, hast noch und musst immer links nach links, obwohl du immer nach rechts zieht und versuchst gerade auszuschieben. Die Leute gucken dich bescheuert an, weil es sind meist ja auch keine leeren Läden. Also der Lidl, in den wir gehen, der ist ja nie leer. Und wenn du dann halt so einen blockierten Scheiß hast, dann macht das keinen Spaß. Du kannst dich auf nichts konzentrieren, du wirst nicht wirklich endlos viel Geld los, wie sie es gerne hätten, sondern du bist halt nur wütend. Ja, und ich meine, oder wenn halt der Entsperrstreifen am Eingang wäre, dass du halt weißt, okay, ich zerre den jetzt die 2 Meter da raus aus der Einkaufswagenkette, aber sobald ich wirklich die Kauffläche betrete, wird er entsperrt. Nee, aber also wirklich absoluter Blödsinn. Ja. Lidl, da müsst ihr was machen, da müsst ihr nachbessern. Ja. Also zum einen ist den Lidl hier vorne. Ja. Wo auch immer das ist. Hier. Meine Güte, beinahe hätte gesagt, hier in der Lidl vom Podcast-Studio. Nehmt ihr auch Bitcoins? Ah. Nee, so klein nicht. Die Bitcoin-Bar müssen wir auch nochmal. Ach, die ist doch schon längst umbenannt, oder nicht? Wir sind jetzt die amerikanische Devisenbar. Wir fangen mal an mit Klaus schmeißt sich Wasser rein. Ja, Wasser rein geht's, rechts rum geht's. Wasser mit Sprudel. Interessanterweise, aber es liegt auch nur daran, dass der Eingang mittig bis rechts ist und die Kassen links gehen wir gegen den Uhrzeigersinn durch den Laden. Hm. Ich glaube, natürlich würden wir gerne links rumrollen, aber... Ich weiß nicht, ob es die Eingewöhnung ist, aber ich finde es jedes Mal, wenn ich dann in den Laden komme, wo ich mich im Uhrzeigersinn bewege, weil bei Rewe ist es auch so, da bewegt man sich auch gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Und wenn ich dann in den Laden komme, wo ich mich im Uhrzeigersinn bewege, fühle ich mich extrem unwohl. Also der Rewe an der Warschauer, der früher in Kaisers war. Der immer offen der 24 Stunden. Genau, und das ist einer im Uhrzeigersinn, der macht mich krank. Echt? Widerlich. Okay. Weißt du, dass wir bei dem alten Rewe früher, bei dem wir gerne eingekauft haben, im Getränkebereich angefangen haben, dann da Pfand abgegeben haben und dann haben wir uns gezwungen, weil wir schon anfingen, Sachen in den Wagen zu legen, haben wir uns gezwungen, so Getränke reinzulegen und sobald wir halt in den normalen Verkaufsbereich kamen, dass wir uns dann wieder ganz nach vorne schieben, also an allem vorbei, um dann da nochmal zu, also total bescheuert. Man muss aber auch sagen, so ein Supermarkt ist ja professionell designt und ich finde, wir zollen dem nur Tribut, wenn wir uns da so durchbewegen, wie die Designer das intendiert haben. Intendiert? Intendiert. Das war mein Wort des Tages auf meinem Wort des Tageskalender. Intendiert, habe ich nie gehört. Intendierung nennt man das dann als Nomen oder was? Intention. Ach so, aber ist es dann nicht, dass die... Die Intention ist das, was du intendiert hast. Ach so, okay. Ich habe es tatsächlich noch nie, glaube ich, als Verb so vernommen. Wir sind ja auch im Bildungspodcast. Deswegen stand ich gerade so auf dem Schlauch, dass ich aus Intention... Wir sind hier völlig raus aus der Folge. Intendierung wollte ich draus machen. Ist ja Käse. Ist ja Intention. Aber okay. Ja,
haben sich so gedacht. Ja, ja. Ne? Also ich meine, das, das willst du ja zu schätzen wissen. Du fängst ja, das ist ja so, du fängst im Obst- und Gemüsebereich an, dass du das Gefühl hast, oh, ich bin hier auf einem edlen Wochenmarkt. Und dann erst wirst du langsam reinkommen. Also wenn man bei Rewe anfängt, bei dem wir damals immer, ja, wenn wir hier anfangen, dann drehen wir uns rechts rum und stehen dann halt vor am Wasser. Dem Quell allen Lebens. Ja, beziehungsweise ist ja in Mitte so eine komische Insel, wo dann mal so schlechte Blumenerde, ja, Karazza, was wir, Wodka. Was wir festgestellt haben, dass mittlerweile echt so Spirographen, ja, die billigen Spirographen. Also Billigschnaps hat ja mittlerweile halt von einer Flasche und vom Label und sowas wie so ein teurer Import-Gin, ja, irgendwie aus Schottland oder sowas. Das haben sie das ziemlich, ja, gut kopiert. Ja, das haben sie auch gelernt, dass man einfach nur, das beste Label ist einfach ein weißes Label, wo schwarz der Schnaps draufsteht. Ja, genau. Ja. Das ist aber echt interessant. Also ich meine, eigentlich schon sehr, sehr lange gebraucht für, wenn du überlegst, damals haben wir noch mit Krasovka Orange uns halt irgendwie abgeknallt. Jetzt sieht das Ding dann halt aus wie eine richtig dicke Sache. So, und denkst, oh, da ist sich aber richtig jemand das heute. Das hier ist der gute Brandenburg-Gin aus drei Kräutern. Genau. Ja, und dann geht's ab danach gleich zack in die Backwaren, Frischbackwarenabteilung, wie es auch immer heißt. Ja. Frischbackwaren wahrscheinlich, ne? Weil es da später gibt es auch nochmal so. Ja, ja, genau. Ja. Und da ziehen wir uns dann mal irgendwelche. Zeitweise. Ich meine, so Brötchen kann man ja immer mitnehmen. Ja, oder ein Brot. Ja, oder ein Brot, ein 30% Brot. Ne? Ich sag mal hier, 70% auf dem Brot ist ein guter Deal. Ja. Dafür, wie wir abgestürzt sind mit unseren Geldanlagen. Ja, was wir uns immer gerne freuen, Ich brauche einen Ballastik. Das wird uns gerne freuen. Wenn es mal so ein Walnuss-Honig-Feigenbrot gibt, ist ja der Klaus gerne wie ein Snack. Das ist aber auch, das ist wie ein Brötchen, wie ein großes. Also ich meine so im Format eines Brotes, aber in der Konsistenz eines Brötchens. Es vereint das Beste beider Welten. Ja, ja. Also wir haben ja schon öfter mal gedacht, dass wir echt so ein, was ist das denn? Ich will so nur vermeiden, hier ständig mit dem Kabel gegen die Federn zu springen. Das nervt doch alle Beteiligten. Aber das Bild ist so bizarr. Nur weil ich keine Hose anhabe. Riecht hier so nach toter Katze. Ja, also wenn wir zum Beispiel nicht viel zu erzählen haben, wie gerade vor 3 Sekunden, dann passiert es mal, dass wir sehr viel Dummscheiß reinschmeißen in den Wagen. Wenn wir aber uns, weil wir da meist über jeden Quatsch dann, ich weiß auch nicht, warum wir immer über, also wir können über sehr viel belanglosig, ja, also wir reden über echt fast nur belanglosen Scheiß, und da kann es ja mal passieren, dass du an der Kasse bist und hast dann eine Scheibe Zivilatwurst oder so. Ja. Also nix. Scheiße, ich wollte da wirklich einkaufen. Ja. Ich habe schon wieder wirklich. Wir gehen aber auch ohne Liste. Das ist auch, beim Suhl geht man immer ohne Liste einkaufen. Also weil man instinktiv das Gefühl hat, ich wüsste ja, was ich brauche, obwohl man immer den gleichen Scheiß kauft. Also Belag ist immer da, ja. Brot und alles, was raufkommt und sowas. Aber sowas wie, kochst du abends? Ja, ja, ganz gerne. Was denn? Ich habe eine Nudel gekauft. Genau, ich habe da so 7 Packen Nudeln und irgendwie so eine Dosentomate. Weil ich jedes Mal verpenne zu überlegen, ja, du könntest auch mal Reis machen, du könntest auch einen Brokkoli, du könntest mal schön mit Hühnchen irgendwas, was scharf, irgendwas. Gibt's nichts. Immer nur Scheiße. Also in letzter Zeit ist es richtig schlimm geworden. Ja, ich habe auch nur noch Pasta und ein bisschen von meiner Basilikumpflanze und Olivenöl. Aber es ist so ein bisschen wie das Buddy-System beim Fallschirmspringen, dass immer jemand anders deine Ausrüstung checkt. Und ich glaube, mit der Einstellung gehen wir auch einkaufen. So, wenn ich vergesse, irgendwas einzukaufen, was ich eigentlich machen möchte, wird Dirk schon mich dran erinnern oder er selber steckt irgendwas ein. Und dann merke ich, stimmt, Zwiebeln könnte ich auch mal wieder kaufen. Es ist ja auch oft so, dass wir irgendwie Sachen haben, die dann der eine kauft und der andere kauft die dann irgendwie mit. Obwohl, also so Zwiebeln zum Beispiel. Ja. Wenn du ich kaufe selten Zwiebeln, aber wenn du welche einpackst, denke ich mir, oh ja, Zwiebeln? Ist ja schon mal ganz gut. Ja, oder also was fest zum Beispiel ist, ist hier diese Rügenwalder vegetarische Wurstscheiße. Ich weiß nicht warum, aber wir nennen es Glibber. Das habe ich zum Beispiel verloren. Das ist ja auch nur so irgendein zusammengepresstes Zeug. Ja, aber ich meine, wann hat es dann angefangen, dass wir das glibbern? Ich glaube, es lag auch an der Mortadella. Wir haben mit der Salami aber angefangen. Ja, aber die Mortadella hat ja mehr so was feucht-glibberiges, wenn man es hinlegt. Und die Salami ist ja schon eher was Bizarres. Das ist ja wie so eine, ein bisschen wie diese guten Judomatten. Tatami. Ja, Tatami ist ja sehr Stoff. Aber es gibt ja diese Billo-Dinger, die aus diesen komischen Schaum...
sind, die dann halt sehr so gummiartig. Das sind die dir so komische in Würfel immer wie so ein Puzzle ineinander legen kannst. Ja, das sind, also normalerweise sind es Tatami, die außen mit einer Lederschicht haben. Okay, aber du kennst doch diese Dinger, ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass man die aus anderem Material auch bekommt. Ja, aber ja, und so, also an sowas hat es mich erinnert. So. Ja, es ist doch, ich finde es immer, dass sie auch kein eigenes Design dafür nehmen, weil das sind ja nur irgendwelche Proteinblöcke aus, weiß ich nicht, ist das überhaupt Soja? Das ist schön. Seit Jahren stopfen wir uns das erst in den Einkaufswagen und dann ins Gesicht und keiner von uns weiß, was genau es ist, außer dass es ein vegetarisches Fleischimitat ist. Ich habe heute Morgen Spiegel gelesen, dass das erste Mal wissenschaftlich nachgewiesen wurde, menschliche Mikroplastik im Darm. Genau. Menschlichen Stuhl. Und angeblich sei ja immer noch irgendwie Produkte mit PET und sonst was Ummantelung gar nicht so schlimm, weil es eigentlich direkt aus dem Tier käme, nämlich aus Fisch und sowas, die sich ja dann da irgendwie leider so millionenfach ernähren. Wo ich denke, das würden wir doch gar nicht merken, wenn eins der 70 Millionen kleinen weißen Punkte da halt einfach mal so ein Plastikkügelchen ist und die dann in der Industrie sagen, viel günstiger, wenn wir sagen, 70% ist da dieses und Schmodder. Denk mal, Plastik verwest hier erst in 10.000 Jahren. Ja, wie oft ich es immer wieder essen kann. Ein viel längeres Sättigungsgefühl dadurch. Ja, ne? Also das der Glibber, ja, das ist Standardeinkauf. Interessant ist, dass Klaus auch gerne mal Brötchen, Brot kauft und dann später holt er sich Fertigbrötchen und dieses Toastbrötchen. Toastbrötchen. Warst du nicht gerade bei frischen Brötchen? Und dann holt er sich dann irgendwie immer so 8 Fertigbrötchen. Aber die halten ja ewig. Die sind mal so ein Snack. Ja, aber du holst sie ja regelmäßig, also halten sie bei dir gar nicht. Also hat man das Gefühl du legst sie aufs richtige Brötchen. Ja, aber die kannst du ja einfach... Ich frühstücke. Ich brauche immer ein warmes Brötchen in der Mitte vom Brötchen. Ich frühstücke ja auch gerne 3-mal am Tag. So. Ja, okay, das muss man auch sagen, sind ja diese Dinger, wenn du da ein bisschen Butter drauf legst, da reicht es, dass du eine Scheibe irgendwas drauf legst. Auf ein richtiges Brötchen, das mölm ich ordentlich zu mit einem Scheiß. Aber so eine Toastdinger, da reicht ja echt ganz wenig. Und dann kannst du die schon fast, wenn die warm sind, noch halb rollen und dann hast du die aus Versehen weggeschluckt. Ja, und ich esse ja 3-mal am Tag in der Regel. Und dann eigentlich in der, also standardmäßig. Von 7 bis 9. 2 Mahlzeiten Frühstück. Das erste ist doch bei dir irgendwie Müsli. Blatsch und dann, aber das hält ja nicht lange vor. Das hält meistens so eine Arbeitsschicht oder einmal irgendwie Sport am Morgen. Ordentlich Palmfett und Zucker und dann. Nee, ich habe jetzt in letzter Zeit esse ich nur noch. Aber du hast doch hier diese Früchte-Müsli immer von Lidl geholt, wo hinten drauf steht, als zweiter Stelle Palmfett. Da ist nur noch so eine ganz dünne Schicht in meinem Schälchen, nur damit es so ein bisschen Konsistenz hat. Der Rest sind irgendwelche Beeren. Woher nimmst du denn die Beeren? Von Lidl. Die eingefrorenen oder? Nee. Normale Beeren. Achso, die. Wie, du frisst mehr Beeren als Trockenfutter morgens? Naja, Beeren, Haferflocken und diese Dinkelflakes. Achso, du mischst dir da quasi was ganz Verrücktes. Ja, das ist die Dinkelflakes, die sind super. Die schmecken wie so ein gehäckseltes Buch. Schmeid mir immer ein bisschen Obst rein, mach das schön mit Joghurt. Das ist ganz toll. Das ist ein bisschen was leichter, nach ein bisschen laufen. Ein bisschen check meinen Börsenkurs. Fenchelhonig. Hör auf von den Börsenkursen, die Börse ist richtig abgestürzt. Dann triffst du bestimmt diesen Jogger. Der ja, der ist... Ist schon faszinierend, aber sieht halt einfach aus wie ein Prototyp der FDP. Der hat so einen Laufstil wie Phoebe bei Friends. Phoebe sagt dir nichts, aber wenn du Seinfeld durchhast, kannst du... Ist das die Sängerin mit Gitarre? Die Alkoholikerin, ja. Yes! Yes! Was? Was? Ne? Obst und Gemüse, du holst ja gerne mal so scharfe Paprikaschoten. Ja, da mache ich dir mal eine schöne Sasse draus. Garniert mit einer braun gebrannten Mokkabohne. Ja. Letzte Zeit irgendwie schön, wo ich meinen Mixer zersägt habe, das ist echt blöd. Ich habe mal so einen kleinen Pipi-Mixer gekriegt. So ein Standmixer? Naja, halt irgendwie so ein kleines Plastikgefäß, wo unten so ein Messerchen drin ist. Und kannst du oben so ein Ding draufstecken, kannst du auch abschrauben und dann an so einen Zauberstab dran knoten. Und das Ding... Stabmixer. Ja, das Zahnrad da drin habe ich irgendwie zermölmt. Also es ist halt ja auch Plastikzahnrad. Hast du das aus der Werbung, was auch Backsteine klein kriegt und hast du es versucht? Da gibt es eine Werbung. Das ist auch so eine Dauerwerbesendung. Sie können alles in den Mixmeister 3000 machen. Backsteine, Stahlmesser, Astronautenköpfe. Ehrlich? Ja. Oh. Nee, ehrlich, ich denke daran, mir so einen richtig großen, so richtig schön, so 90er Jahre. Der zeigt gerade die Dimension einer Tonne.
Nein, Quatsch, das sind hier, was sind das? 40 Zentimeter? Ein Klassiker-Mixer, klassische Mixer von früher. Bloß die können ja mittlerweile, was habe ich irgendwie gehört, wie heißt diese komische, was jeder haben musste, Thermomix? Mit dem kannst du kochen. Das heißt, alle Zutaten packst du in diesen Mixer rein, der häckselt das und gleichzeitig temperiert dir das Ding auf 40, 50 Grad, wie du es haben möchtest. Oder? Das heißt, du machst dir eine Brokkoli-Cremesuppe, indem du einfach nur deinen ganzen Brokkoli reinklopst, Zwiebeln, gießt ein bisschen Sahne raus, Gewürze, dann hast du das. Sag mal so, für Essen die Dauerwerbesendung haben sie schon jemanden. Dann, also, das finde ich schon krass. Kennen Sie das? Sie müssen Ihre Brokkoli-Cremesuppe erst klein häckseln und dann kochen. Nicht mehr mit dem Dirkmeister 3000 auf Grindr. Auf Grindr immer noch Dirk 2000. Ah. Nee, aber sowas finde ich halt faszinierend. Also, ich meine, ich muss damit nicht kochen, also es muss nicht warm, aber dass die halt einfach so. Die haben ja echt einen ordentlichen Wumms, die Dinger heutzutage. Wo dann zum Beispiel, ich habe öfter... Wie eine Aktivbox. Was auch passiert, wir gehen irgendwann, also wir springen jetzt mal hin und her, denke ich mal, wir gehen ja irgendwann hinten an diese Nussbar. Also wo dann halt der Klaus sich dann immer so einen Eimer Nüsse holt. Nüsse, Sir? Nüsse? Ich denke, oh, Nüsse. Nee, nicht. So naturbelassene Nüsse, ja, die richtig... ich weiß, dass es ja gesund ist und sind gesunde, wichtige Fette und sowas drin. Aber ich hole mir dann halt auch manchmal nur, dass der Scheiß, was du vorhin beschrieben hast, dass man das holt, weil der andere es holt. Ja. Und dann bist du zu Hause, reißt diese Nusspackung auf, hab dann halt irgendwie drei Walnüsse im Mund, denk, ich mag die nicht. Ich snack die ja manchmal so weg an einem Abend. Das sind ja auch mal so eine wir sagen auch immer so ein Leichenscheiß. Also ich glaube, wir sind so 70% unserer Unterhaltung können es halt aufnehmen, immer wieder neu zusammenwürfeln. Wir würden nicht merken, dass da ein Band läuft vom anderen. Das ist immer der gleiche Scheiß. Und da denke ich manchmal, ich habe so viele angefangene Nussrotzpackungen, die werden ja nicht so schnell schlecht. Nüsse werden ja, also das kannst du ja ewig, kannst du ja in deine Truhe legen. Kannst du auch klein häckseln in deinem Mixmeister und dir eine Nusscreme drauf das machen. Das ist nämlich eine Idee, weißt du, dass ich dann halt irgendwie so einen Eimer Honig reingieße und die restlichen Nüsse und dann mal richtig schön... Das da bin Ding ich mal gespannt, wie du das Ding wieder sauber kriegst. Ich habe eine schöne alte Spülmaschine. Ein Kercher. So. Und ich muss die ganze Zeit meine Zunge... ich versuche die Spritze aufzufangen, weil es bestimmt so lecker ist. Ich meine, aber genauso kann ich dann meine Chili-Creme, die habe ich ja auch immer in dem anderen Drink gemacht, schön einfach die Knoblauchzehen reingeschmissen, Chili reingeschmissen, vielleicht mal einen Apfel reingeschmissen, Tomate rein, schöne Gewürze rein, dann hast du richtig geilig... Schon wieder Bock, irgendwelche komischen Soßen und Cremes zu machen. Ey. Willkommen bei Lafer, Lichter, Nüsse. Timo, da kann ein richtig geiler Juli machen, da gehst du kaputt. Gruß an unseren Zuhörer. Hallo. Ja, sowas hätte ich gern, aber das hat ja nichts mit Lidl oder unserem Blöd oder unserem Suhl zu tun. Außer sie haben das mal bei Lidl. Die haben ja immer mal... Wir sind ich habe ja immer Schiss, wenn ich sowas kaufe, dass die Qualität so scheiße ist wie unsere Multitool-Dinge, wo ich denke, coole Idee nach einem Jahr. Aber die andere, das ist ja nur das Multitool. Weg. Ich weiß gar nicht, ob so ein anderes Billig-Multitool da wesentlich besser gewesen wäre. Weil ansonsten sind die Parkside-Sachen echt in Ordnung. Ich habe auch einen Bohrschrauber von denen. Ja, wie lange? Reicht für meine Bohrschraubbedürfnisse. Unsere Japan-Säge ist super. Du hast einen Bohrschrauber? Ja. Also einen Akkuschrauber? Akkubohrschrauber, ja. Also, okay. Er hat auch eine Bohrstufe, ja. Okay, hat meine auch. Ich denke immer so. Ein Loch kann ich da machen, muss ich wieder laden. Für das Holz geht es schon. Also, und der Akku hält ordentlich. Ich habe den noch nie leer gekriegt. Ich habe den zwischendrin einmal so pro forma geladen. Weil ich dachte, der Akku hält ordentlich, ich habe den noch nie leer gekriegt? Okay, krass. Ja. Also ich hatte den einmal geladen am Anfang. Und dann jetzt vor meiner letzten Aktion mit dem Bett habe ich gedacht, na, vielleicht lade ich ihn. Ja. Sehr schön. Wollen wir jetzt, der nächste Song ist Limp Bizkit's That's the Sound of a Shotgun. Super Limp Bizkit Song. Ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Naja, also ansonsten finde ich die Parkside-Sachen echt in Ordnung. Auch die, halt vor allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis, so ein Bit-Satz oder so, was man immer mal so, wo man denkt, ah, naja, das kann bitte ich ein Bit. Ah, oder so Schleifpapier. Meist ja auch mal dummerweise so eine Kombis, wo man sagt, man hat schon eins da, man hat schon eins davon, dass man sagt, das ist hier so ein Bits-Sammelsurium, wo man denkt, ja, ich habe die, aber ich habe vielleicht noch die alle so aufgeräumt mit den Talks 3000 oder und dann denkst du, ach, dafür das extra nochmal holen, aber da hast du es einmal komplett. Ja, genau. Oder letztens habe ich gesehen, gab es wieder neue Holzbohrer und du hast ja so ein Set mit Holz, Stein und Stahl oder, oder Metall. Du hast ja halt mittlerweile, glaube ich, einen Holzbohrer zersägt, der steckt ja in deinem Bett. Ja, als Andenken.
denken. Als genau. Zeichen für die Vergänglichkeit des menschlichen Seins. Und das ist vielleicht ein wichtiger, wo du den mal brauchst für einen Holzdübel, einen Sechser oder sowas. Nee, ist das ein schmalerer. Das ist ein Zweier oder so. Ja, gut. Also ja zwei, ganz, also ganz ne? kleine sind ja auch nicht. Wenn du zum Beispiel ja, naja, einen ne, Holzwürmer genau. faken willst, dann musst du ja auch mal. Ja, nee. Sowas. Oder ja. auch mein Exzenterschleifer, den ich da irgendwie geholt habe, der ist super. Ja. Da haben wir ja mal über die Werkzeuge damals geredet und da habe ich den Quatsch erzählt, beziehungsweise wir gemeint haben, dass es ja das gleiche ist, Exzenter, Delta und Schwingschleifer, ja. aber das sind ja drei, also von der Auflage vielleicht drei Unterschiede, ist ja Kreis, Dreieck und Rechteck und ist nicht alles das gleiche. Ja, genau, und also der Exzenterschleifer ist das kreisrunde Ding. Genau. Delta ist wie mein Muskel. Der ist aber, der ist auch, also anders als die Delta-Schleifer, die ich hatte. Und die ich auch mal noch habe, habe ich da nicht das Gefühl, dass das Klett sich so schnell löst von der Auflagefläche. Oh, das ist ja bei Multitool auch die Sache. Ja, das ist ja generell immer so die Sollbruchstelle von so einem Schleifgerät. Das ist schade, aber, weil der Motor hält. Ja, genau. Und dann oben das letzte dumme Scheißding, das geht kaputt. Ich glaube aber, das ist nicht, weil der rüttelt, sondern weil der dreht. Dass es deswegen besser hält. Dein Exzenterschleifer. Ja. Ach so, und das andere Ding wackelt halt. Ja, genau. Da kaputt. Ich, also... Wie gesagt, ist jetzt ein dummer empirischer Beweis, aber der also Parkside und die anderen Sachen auch, Lidl verkauft ja auch Kleidung, wie zum Beispiel der Fleece-Pulli, den ich hier anhatte am Anfang der Show, das werdet ihr sicherlich noch erinnern. Krivet, musst du kennen. Comic Krivet Abenteuer. Ist das von Krivet? Wahrscheinlich, ne? Oder was ist das für eine? Nee, Livergy. Krivet ist die Sportmarke von Lidl, die auch gute Sachen machen. Wie, das ist so Sport, oder nicht? Nee, das ist einfach nur so zum Überziehen. Auch diese Thermo-Dinger. Ich wollte ja nur was zum Klettern, was ich einfach so drüber ziehen kann und dann wieder ablegen zwischen den Strecken. Und dann halt so einfach so ein Walter Fließpulli, wo ich auch mit etwas mehr Kleidung noch drunter komme. Walter, hol den Fließpulli! Walter Freibald, unser dritter Zuhörer im Bunde. Walter, schönen Gruß von Harry Weinfurt. Er wollte dir ausrichten, bitte melde dich. Wer hat das damals moderiert? Kein Pflaume. Jörg von Torra. Echt? Ja. Meine Güte. Hat er nicht Ranissimo moderiert? Ja, auch. Alles. Auch. Wir hatten ja wenig Moderatoren damals auf Sat.1. Und seine Tochter moderiert jetzt irgendwie Ran, Sport, Sky, irgendwas. Dann schließt sich der Kreis. Ich meine, Ran schließt sich der Kreis. Ich glaube, so unser Höhepunkt ist dann immer die Mitte, ne? Bei den komischen Klamotten ja, das und halt Einlegen. Das ist auch immer was Neues. Da ist immer was los. Aber wir können es dann halt auch irgendwie ewig, eklig lange wie so alte Muttis so da ranstellen. Stützverbände für ein Knöchel, was der Klaus ja öfter mal braucht. Stimmt, da kriegst du den. Klaus hat schwache Knöchel. Oder mit irgendwelche, hier diese Spray-Klebedinger, da kriegst du den auch. Das hier auch vom Anfang der Show, ihr werdet euch noch erinnern. Oder so eine Schröder-Gedenktafel. So Desinfektionsgedöns, da bin ich dann auch mal gerne am Start. Ja. Aber es gibt auch so schönen Scheiß, ja. Ja, die haben halt wirklich, also das sind da Quarzsand hat sich der Klaus ja schon geholt. Ja, das war eine Investition, meine Güte. Wo ist denn der da, Sack? Unterm Bett. Kannst du den nicht zum Boxen nutzen? Ja, wo soll ich den aufhängen? Weiß nicht, irgendwie an die Wand dübeln. Also da müsste ich den ja nochmal, oh, nee. Nee, ich gehe zum Jazz, kein Bock, ey. Jazz. Ah. Nee, ich habe jetzt eine ganz gute Lösung gefunden, das geht ja. Nee, also ich meine, diese Abteilung, das hat auch die Sportsachen vor allem, ne? Also die Oberteile sind mal so ein bisschen mal so, mal so. Mal so, mal so. Aber die Hosen fand ich bisher alle super. Ich glaube, die letzte gemeinsame Hose, die wir uns geholt haben, hat so eine Basketballlänge. So die letzte gemeinsame Hose, die wir uns geholt haben, die wir uns teilen. Ja, Dienstag. Wir haben ein Rotationssystem. Und sonntags wechseln wir uns ab. Ja. Nee, Ja, also Funktionsklamotten muss ich sagen, da gibt es echt manchmal Grütze und manchmal Gutes. Ja, also ich habe auch diese abgeschnittenen Hälse, die ich da habe und trotzdem hauteng. Und ja, das blaue Ding ist halt echt. Das ist richtig scheiße eigentlich. Ja. Das sieht auch albern aus, wenn wir damit rumlaufen. Und ich glaube, wir haben schon ein paar peinliche Auftritte draußen gehabt, was wir nicht gemerkt haben und dachten, okay, lauf jetzt trotzdem. Ja, weil wir dann gerne mal halt beide zugreifen bei sowas, haben wir oft dann ungewollt den Partnerlook. Ja, das sieht so dieses, cool dagegen aus. Dieses Longsleeve mit dem Reißverschluss oben. Ja, das war ganz geil. Das ist ganz gut. Ja, das ist halt cool ein bisschen dünner, als ich dachte beim Kauf, aber kann man machen. Was ungeil war dieser Eimer Baklava, den ich mir letztens geholt habe, den ich immer noch habe. Nee. Ich bin doch nicht mal ein Viertel rum. Das war so ein Kilo Baklava.
ich glaube, über ein Kilo. Ja, was, 10 Euro oder so gekostet? Und ich habe nur aus Scherz gesagt, nimm's mit. Und du stehst halt dann da und wiegst es in deiner Hand. Ja, aber das, wenn es halt so eine Aluschüssel ist und du denkst, das ist was Reelles. Und dann sind da drauf, stand auf der Rückseite 49% Zuckersirup. Und du meinst ja zum Glück nicht 50. Und dann war es gekauft. Da gekauft, ja. Ich habe auch letztens gedacht, so zum kleinen Finger reingetunkt, weil es im Kühlschrank steht. Und ich so, ja, ist ganz lecker, ganz süß. Da habe ich so eins von diesen, die sind ja dann irgendwie immer so geriffelt, so in so kleinen Parzellen eingeteilt. Wenn er dann so eins davon isst, dann geht der schon echt, dann fallen hinten, rollen sie hinten die Backenzähne ins Hirn hoch. Das ist ganz gut. Ja, also das ist, glaube ich, wenn du echt so kurz vor hier Schock bist, weil du unter Zucker bist, ja, nur so einen davon essen. Oder dran riechen oder dran lecken. Ich habe leider die Verpackung auch nicht mehr, weil ich gedacht habe, das ist richtig Metall, diese Schüssel. Ob das eigentlich gedacht ist, alles abnehmen und dann in den Ofen stellen. Weißt du? Weil ich dachte so von wegen, das soll einmal so durchziehen. Und dann, aber ja, dann habe ich auch gedacht, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Aber das kocht ja dann kocht ja dann eigentlich nur der Zucker wird Zuckersirup zur Glasur. Genau. In so 30% Weizenmehl. Das Geile ist aber, da sind Walnüsse drin. Habe ich vorhin nicht gesagt, dass ich die nicht mag. Aber mit viel Zucker gehen sie. Ja, aber mit 50% wäre schon wieder ein bisschen viel. Hast du schon mal Walnuss-Butter gegessen? Nee, ich bin ja auch kein Butterfan. Ich meine aber so Erdnussbutter ist ja schon ganz geil. Mag ich auch nicht. Okay. Aber da gab es mal so eine Edelerdnussbutter bei Lidl, die ich mir geholt habe. Die ist eklig, weil wenn du die aufmachst, dann hast du oben erstmal so einen Ölfilm. Wahrscheinlich ist das die gesunde Variante. Ja. Und diese Variante, die immer so einer festen Paste bleibt, ist halt die Kunstscheiße. Aber das finde ich nicht so geil, muss ich sagen, Freunde. Ich lasse mich ja ab und zu dann auch mal so irgendwie auch, also was heißt beschwatzen, ohne dass du was sagen musst. Aber wenn du irgendwas mitnimmst, denke ich so, na, vielleicht gebe ich Erdnussbutter doch mal eine Chance. Und jedes Mal bereue ich es. Ich glaube, ich habe auch jetzt noch eine Packung Erdnussbutter von 2012 da bei mir im Regal stehen. Auch eben. Die kannst du morgen noch schön essen, das Müsli rühren. Ja. Ja. Was ich empfehlen kann, sind Apfelspältchen in Erdnussbutter eintunken. Das ist geil. Aber wo kriege ich Apfelspältchen her? Hast du kein Obst hier? Das ist Obst, immer nur Beeren, Obst, oder was? Bitte, Beeren und Bananen. Ja, dann tust du die Banane da rein. Ich versuche jetzt einen Avocadobaum zu züchten im Winter. Ich bin wahnsinnig geworden. Ja, mach die Dings erstmal sauber, piek die an und dann hält sie ins Wasser. Läuft schon. Ist schon unterwegs. Nice. Aber ich weiß nicht, wie weit wir kommen jetzt, weil Winter ist. Wir, du und der Avocadobaum. Ja. Muss er Platz machen für Basilikum? Oh, ich weiß nicht, ob man Basilikum den Winter packt, ehrlich gesagt. Also meiner hat es gemacht. Meiner sieht schon echt, also die einen Zweig nach dem anderen gibt den Geist auf. Ich muss sagen, auch krasser Scheiß. Letzten Sommer einfach diese Billo-Kräuter bei Lidl geholt, also im Pott. Ja. Basilikum und der steht immer noch bei mir. Also sehr klein, aber da habe ich auch schon gedacht, dreimal, der ist tot. Ich pflück den gar nicht. Ich finde es einfach nur geil, dass der noch da ist. Ja, also mein Basilikum, es gibt halt noch so ein paar Halme, die sehen ganz gut aus. Also so, als ob da noch was nachkommt, aber es sind schon viele. Schön, aber ich habe gerade viel geile Geschichte jetzt. Ja, okay. Aber der Rosmarin, den ich neulich gekauft habe, so ein richtig satter, gesunder Rosmarin ist, den werde ich nicht anfassen. Der wird jetzt erstmal schön vor sich hin wachsen dürfen. Auf jeden Fall. Als Beispiel für den anderen traurigen Rosmarin. Beide von Lidl? Ja. Beide von unserem Lidl. Ja, aber der andere ist richtig traurig. Ja. Der ist richtig erbärmlich. Aber der wächst auch. Der hält sich, der ist wie so ein Skelett, wo noch ab und zu mal so ein Rosmarinblatt dran hängt. Der gibt nicht auf. Auch das weiß ich zu schätzen. Apropos Skelett, da fällt mir Skyr ein. Skyr. Deine Liebe zu diesem Schlodder-Schlons. Ist es Hass, ist es Liebe, ist es Stockholm-Syndrom, also passend zur nordischen Joghurt-Quarkspeise. Du hast so lange angefangen, damals mit dem Original pur, dem Rotz, und dann gab es diese neue Welle dieser Fruchtmolke Drinks. Genau, und seitdem habe ich den Scheiß auch immer. Danach hast du, wenn du es ausgetrunken hast, immer so eine halbe Stunde so Schleimflocks, die dann immer hochkommen. Auch, ja, es ist interessant, dass man kennt ja so einen Film auf der Zunge, aber so einen Film in der Speiseröhre. Ja. Das ist Skier-eigen. Ja. Also wenn dir halt irgendwas, wenn du Glassplitter isst oder sowas, vorher einfach mal so eine Flasche Skier reinpfeifen, kann dir nichts passieren. Gar nichts. Ja, also ich meine, das ist eine Speise mit Nebenwirkungen. Aber der perverse Scheiß geht ja noch weiter. Es gibt ja auch Skyr-Mozzarella. Und den pfeifst du Und den pfeifst du Klaus. Skyrella klingt wie so ein Trashfilm aus den 70ern. Der ist aber, das ist wie Mozzarella, nur weniger lecker, aber dafür mehr Proteingehalt. Und das ist ja auch der einzige Verkaufsschlager. Darauf kommt es an im Leben. Drei Plus und dann Protein, dann wir drei Plus und dann. Eilmeldung,
Protein. Was sehr geil ist, ist es ja eigentlich fast immer das gleiche Personal dort und die kennen uns natürlich vom Sehen. Und lieben uns. Uns zu kennen heißt uns zu lieben, wie ihr, werte Zuhörer, sicherlich wisst. Also wie oft die uns diese dummen Blicke geben. Und dann gibt es ja natürlich auch, dass wir untereinander, beziehungsweise Klaus macht das hier gerne, ich weiß gar nicht so oft, dass er mich einfach so schelmenhaft Schatz nennt. Und dann aber auch gerne an der Kasse. Da gibt es nämlich auch ein Ritual. Und zwar bin ich immer zuerst. War das schon immer so? Oder war bei Rewe ich immer der Erste? Ich glaube, bei Rewe hast du es immer gemacht. Da hatte ich mal keinen Bock. Und bei Lidl. Wir haben ja auch, das gehört ja auch immer dazu, noch bevor wir beim Kassenritual sind, dass wir regelmäßig denken, wir lassen den Einkaufswagen jetzt einfach hier stehen, weil den Scheiß nach Hause zu tragen und davon nur die Hälfte essen zu wollen, das überfordert einen manchmal mental. Also obwohl sich das echt gelegt hat, ein bisschen seitdem wir bei diesen Lidl sind, früher bei Rewe war es so weit weg, dass ich echt immer dachte, oh nein. Und dann am besten von der Kneipe bist betrunken, du hast keinen Rucksack dabei. Das heißt, du schleppst gleich rechts und links irgendwelche dummen Tüten, die dir halt alles einschneiden, was so geht. Aber mittlerweile haben wir gelernt, kein Tütenquatsch mehr. Und dann bist du an der Kasse und dann wartest du halt, weil alles hast du aufs Band gelegt, der Klaus ist noch im Rumrödel, du bist schon vorne und würdest gerne den Wagen haben, damit du wieder das einräumen kannst, dann sagst du kurz was und dann fängt er gleich an, irgendwelche lauten, dummen Sprüche zu machen, ganz klar, dass hinter uns die ganzen Affen das alle hören und dann die arme Frau an der Kasse auch und der Typ an Kasse 3 auch und alle müssen es dann nochmal hören, ja Schatz, beruhig dich mal und irgendwelche Dinger von wegen, kannst ja gleich wieder, ist nicht dein Wagen, Schatz. Ja, doch. Und dann gibt es halt immer nur diese Blicke, entweder gleich der Grinser. Die sind wohl zusammen. Weil oder sie schwul sind. Immer lustig. Den Gag kann man an Bully Herbig verkaufen. Ja. Eine Million Euro. Oder dieser ganz neutrale Blick auf diesen Barcode-Leser. Immer nur, diese Affen. Oh, diese scheiß dummen Affen. Ey, die nerven so. Aber wir machen immer die Tiefkühlregale zu. Wir stellen nicht irgendwelche Brötchen zwischen die Seife. Immer ist halt irgendwie, das habe ich letztens schon erzählt, immer ist halt irgendwo dann ein Tiefkühlfach auf. Ja. Und da kannst du gar nicht sagen, wer die Tiefkühltür nicht zumacht, im Supermarkt groß geworden. Weil die und dann halt auch Produkte an fremden Orten für dieses Produkt wieder zurücklassen. Mhm. Ich hole mir vorne am Eingang 3 Donuts und lege die hinten beim Fisch ins Regal. Ja. Oh, Saft, doch Nudeln. Und dann steht der Saft bei den Nudeln. Ja, genau. Letztens ordentlich eingeordnet in den Bereich Nudeln waren halt irgendwie 2 große Frischsaftpackungen von irgendwas. Also es sieht dann schon so aus, als ob jemand versucht hat einzuordnen. Also ganz bescheuert. Bei meinem alten Lidl früher, Markgrafendamm, da hat dann die eine Kassiererin immer erzählt, habe ich ein Gespräch mitgehört, dass es da irgendwie so eine Manie gab, dass so ein Gast oder ein Kunde oder wie das heißt, jeden Tag da reingegangen ist, hat sich halt frisches Brot genommen, ließ sich an dieser Brotschneidemaschine zerschneiden und hat es dann immer irgendwo ins Tiefkühlregal gepackt, also immer irgendwo versteckt. Und sie meinten, jeden Abend müssen wir den Scheiß wegschmeißen. Und wir haben ja halt, wahrscheinlich gibt es ja irgendwo Kameras, aber die haben halt, das ist ja kein, oder in dem Sinne halt irgendwie, ich glaube, man kann es ahnden, aber es fällt halt nicht in die, es ist ja kein Diebstahl, aber es ist halt so eine Kulanzsache. Das ist halt wie, rechtlich ist es, glaube ich, wenn du im Laden was umschmeißt, dann ist eine Kulanz vom Laden zu sagen, okay, gehen sie weg. Ja. Aber man geht davon aus, oh ja, tut mir leid, aber eigentlich könnte man auch sagen, Kollege, das sind mal 99 Cent. Ich habe neulich auch eine Verkäuferin meinte auch, wie viel sie wegschmeißen müssen am Ende des Tages, weil die Leute halt die Sache aus den Tiefkühlregalen nehmen und irgendwo im Laden zurücklassen. Ja. Der Fisch, ich wollte doch eigentlich nur Nagellackentferner essen. Ja. Also da müsste man auch echt sagen, ob man die da irgendwie nicht, also ob die das nicht irgendwie in so ein, weil es gibt ja viele, also die letzte Form ist ja Containern, aber es gibt ja viele Positionen, wo halt irgendwelche Supermärkte und sonst was ihren Überschuss halt angeben, dass da halt Leute kommen und sich das holen. Ja. Und ich glaube, da wären wir locker dabei, wenn die sagen, okay, wir haben Sachen, die für den Tag definitiv noch genießbar sind, aber wir können es rechtlich halt nicht machen, wenn halt irgendwie einen halben Tag halt der Joghurt bei den Süßigkeiten stand. Ja, du kannst ja auch, was eingefroren ist, ist halt dann aufgetaut im Laufe des Tages. Ist ja in Ordnung, das dann zu essen. Du darfst halt nicht wieder einfrieren. Genau, Und dass die dann nicht sagen von wegen, ey, alles in die Tonne. Natürlich ist das wieder ein Aufwand, dass die Firma, die Kette sich denkt, drauf geschissen. Und die einzelnen Leute sagen, ey, wir haben um 18 Uhr Feierabend, wir müssen eh mal länger bleiben oder 20 oder 22 Uhr. Und wenn wir das noch zusammensortieren und dann nicht halt wie sonst halt alles zusammen in Eimer und dann weg, sondern auch sagen, ihr könnt es ab. Ja. Dass
ist ja dann auch nur, dass du sagst, ich finde es eine gute Sache, aber ich muss wirklich eine halbe bis dreiviertel Stunde noch hinten dran hängen. Und ich glaube, da kriegst du die Leute nicht hin. So. Und dann kannst du ja auch nicht andere sagen. Ja, du hast halt einen Kostenaufwand für nichts. Genau. Das ist halt schwierig, Schade ist es aber definitiv. Und ich kann halt auch Leute verstehen, die sagen, wir wissen das und wir wissen, dass es bei jedem Supermarkt ist. Und deswegen gehen wir Containern, weil da ist immer was drin. Und nicht von wegen, weil es gerade schlecht ist und man sagt, haha, sondern weil es genug Trottel gibt. Also, die halt auch einfach alle möglichen Waren halt einfach so als es ist so egal, es ist Überschuss, ich hab's doch und wenn ich das jetzt runterschmeiße, wir haben uns ja letztens drüber unterhalten, im Laden das Stehenlassen von Waren irgendwo. Mhm. Also ich meine ja nicht mit einem vollen Einkaufskorb, sondern halt echt sich so 5-7 Produkte ins Regal drücken und weggehen. Ist so, hä? So, ja, also, ich verstehe es. Also auch nicht. Aber manchmal steht ja auch so ein kleines Körbchen da irgendwo. Ja. Wo Leute, der Stift schreibt schon. Und dann. Ja. Naja. Komischer Schein. Und dann zahlen wir mit Karte. Wir zahlen immer mit Karte, ja. Mittlerweile. Jetzt kontaktlos, ja. Ach, das ist verrückt. Das ist aber auch schon so, dass sie mir sagt, wie viel es kostet. Ich habe es kurz auf diesem Display gesehen. Ja. Ich will niemals den Bon haben. Lass meine Karte drüber wischen. Geh weg. Und dann, 2 Sekunden später, denke ich, was hat denn das gerade gekostet? Das ist echt gruselig, eigentlich, weil Klaus mir ja schon erzählt hat, dass man mit Karte zahlen ist, schon so verführt ist, immer mehr auszugeben als Bargeld. Und wenn man dann auch schon kontaktlos zahlen, dann ist es irgendwann so, dass du sagst, weil, weiß nicht, im Schnitt, also zeitweise waren es immer so Grenzen so an die 30 Euro. Ja. Ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen runtergefahren gerade. Es kommt da ein bisschen auf an, was man, also mit so einem Aktionsartikel ist man schnell mal 10 Euro über dem, was man sonst ausgegeben hätte. Genau. Stimmt, wenn du ein Shirt holst oder einen Eimer Backlava. Genau, oder aber ansonsten so 20, 30 Euro, also zwischen 20 und 30. Also es gibt auch mal diese Wellen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt 2 bei 30 und dann ist irgendwie bei 8, weil du sagst, ich habe zu Hause 7 Packung Käse. Ich koche heute nicht. Ich muss halt den Scheiß wegessen, so. Ja. Also wenn er irgendwo angepackt ist, weil man dann zu Hause denkt, so, ich will halt nicht immer die eine Packung erst leer essen, sondern ich will halt auch das so wählen, was ich da habe. Mhm. Aber ich bin da schon sehr, also alleine bin ich da schon ein bisschen traurig veranlagt. Also ich glaube, ich habe nie mehr als 3 Packungen geöffnet. Auch wenn ich halt vielleicht 5 oder 8 verschiedene Produkte da habe. Also jetzt an Belägen. Ja. Ich hoffe, habe sowieso immer nur so meine 5 Standardbeläge. Du hast ja auch immer noch diesen alten Analog-Klopp-Gauder, oder? Wo du halt dann irgendwie so ein. Nein, ich habe jetzt inzwischen auch nur diesen. Ein bisschen bessere Qualität. Ja, der und halt so irgendwelchen Brie. Oh, ich habe letztens einen Brie geholt. Der Brie ist vegetarischer und Quark. Ich feiere so auf Quark ab. Feier. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wofür du dich gerade entschuldigt hast. Für meinen Rülpser. Wir nehmen es mal an. Ich musste das jetzt auch mit anhören, alles genau wie ihr da draußen. Das ist ja das Schlimme, wir reden ja nicht nur, wir müssen uns ja auch noch selber hören. Das ist für uns doppelt so schlimm wie für euch. Oh meine Güte, es tut mir so leid. Keine freiwilligen Veranstaltungen hier. Was ist eigentlich mit Aspik? Wir hatten in letzter Zeit so oft Aspik in der Hand. Das sieht für mich mal aus wie so richtig teures Verpackungsmaterial. Das erinnert mich an die Doofen, aber ich kriege die Textzeile nicht mehr zusammen. Kennst du das Lied noch? Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze, weil Schweinskopfsülze schmeckt. Und da in irgendeiner Textzeile kam auch Aspik vor. Ja, wo ist der Unterschied zwischen Sülze und Aspik? Weiß ich nicht, aber vielleicht hat das Lied uns das erklärt. Und da fällt mir ein, das haben wir dummerweise beide gemacht. Und manchmal macht der eine auch echt einen dummen Fehler. Und der andere Penis in die Mikrowelle gehalten. Genau, und der andere wiederholt es. Und zwar war es halt irgendwie irgendeine Aktionsscheiße. Und Klaus hat sich, war es ein Kilo oder ein halbes Kilo Käse geholt? Oder waren es 5 Kilo? Ja, das Scheibenkäse. Es war unnötig viel Käse. Und du hast gesagt, dumme Idee, dumme Idee. Und was habe ich gemacht? Ich habe im Monat später auch diesen... Ja, aber man hat ja immer so Sachen. Ich meine, wir sind ja auch wirklich oft vor der Hunde-Trockennahrung und denken, aha, so wie es momentan bei uns läuft, 8 Euro für 10 Kilo Komplettnahrung. Colorado, nee, California. Nee, wie heißt die Packung? Ja, was auch immer, aus frischen Hunden gemacht. Racecal oder so. Kennerfleisch. Ja, Rinti. Also, aber dann denke ich mal so, hier kommt für so ein Kilo Käse, da kann ich ja lange von zehren, aber der Käse zehrt dich auf. Ja. Das ist die Sache. Und irgendwann denkst du dann noch, egal was ich auf dieses Brötchen oder auf diese Scheibe Brot lege, eine Scheibe Gouda muss mit drauf. Sonst wird es hier keinen Spaß mehr in der Woche. Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist, wo wir immer dran vorbeigehen, weil es
weil es unheimlich dumm positioniert ist. Ja. Weil da würden wir eigentlich normalerweise stehen bleiben, beziehungsweise haben früher, bevor sie umgebaut haben bei dem Lidl. Die Magazine und Zeitschriften. Genau. Ja. Weil die sind beim Eingang, wenn du reinkommst, links, direkt zwischen Kasse und Eingang. Da muss man jetzt bewusst hin. Genau. Man kommt nicht mehr in Erfahrung, man muss bewusst zu den Zeitschriften und gehen. Und das machen wir halt nicht. Aber da hast du dann mal die Überschriften der richtig einfachen Gazetten Deutschlands, wo du einfach sagen kannst, jetzt können wir... Spiegel, Stern. Ja, so, genau. Naja, also das zum Beispiel. Ich habe letztens gedacht, da haben wir uns auch mal die harten, heißen Infos geholt. Ja, also jetzt sind wir völlig raus aus dem Kosmos der Freizeitrevue. Voll. Entschuldigung. Ja, ist in Ordnung. Der hat jemand geklopft auch. Hä? Ich weiß nicht, ob klopft jemand, aber er die Wände ab, ob er jetzt hier einen Durchbruch machen kann. Darauf warte ich ja nur, dass hier jemand durchbricht aus der anderen Wohnung. Ach, wir sind noch da? Falsche Etage, entschuldigen Sie. Stimmt. Das wäre, also der Typ, der es unter oder über dir gekauft hat, oder die Eltern? Unter mir. Unter dir. Über mir, da kommen ja die ganzen ominösen Geräusche heute her. Ja, doch, meine Güte, hört auf, an die Wände zu klopfen, er macht mich kaputt. Nee, er wird halt auch ausgebaut. Ja, aber immer von irgendwelchen, das macht keiner selber, irgendwelche komischen Pseudo-Firmen aus dem Ostblock. Und der hat auch so ein Zimmer wie dieses, bloß die Wand ist künstlich, der Durchbruch passiert, aber er hat noch eine Wand dazu, oder wie war unter das? Mir, ja genau. Hier im Podcast-Studio haben wir zwei Türen, eine Eingangs- und eine Ausgangstür. Hm. Und, beziehungsweise eine Dirk- und eine Klaus-Tür. Ja, eine Dirkgangs- und Klausgangstür. Genau, die, auf die ich gerade zeige, mega guter Inhalt für unsere Zuhörer. Warte, ich zeige mal ein bisschen lauter. Da, die ist künstlich rein, dann ist ja halt eine Wand, die mitten durchs Zimmer läuft. Also bei deinem Nachbarn. Genau, was auch super ist, weil die eine Seite kein Fenster hat. Das heißt, da gibt es ein Zimmer ohne Fenster. Ja, das ist doch dann ein begehbarer Kleiderschrank. So wie der aussieht, das ist ein Sneaker-Room. Ja, ich habe gehört, der Buschfunk hier im Haus sagt, dass er sich trotzdem einen Mitbewohner suchen muss. Das heißt wahrscheinlich. Na, aber was sagen die Eltern? Ja, klar. Die Eltern sagen, mach das. Aber der traurige Mitbewohner wird dann wahrscheinlich für 800 Euro in dem Zimmer ohne Fenster wohnen müssen. Und er hat dann so eine Rigipswand drin und die hat oben, so wie bei dir zum Bad, eine Scheibe, um so ein bisschen Tageslicht mitzuschnappen. Ach, so ein Oberlicht? Ja. Ja. Aber der hätte sich doch auch einfach so einen günstigen Flachbildschirm in die Wand und dann immer schönes Fenster. So. Den Landschafts- und den Horror-Brutalo-Kanal. Genau. Ja, das ist alles ein bisschen ominös. Vorkleben. Also ich meine, also jetzt mal Tageslicht hin oder her, das hat ja keine Belüftung, also du kriegst ja keine Luft in den Raum. Ja. Wenn du da drin pennst, du stirbst doch. Ja, da haben sie doch bestimmt einen Durchbruch zum Klo gemacht, 14. Wo auch keine Fenster drin sind, aber ein Lüftungssystem. Ja, ich hätte es ja vernünftig von Ihnen sagen, sie die Trockenbauwand vom Bad machen sie noch und machen da ein Oberlicht rein. Hat das keine massive? Nee, ist auch nur Trockenbau. Die ist sogar ominös dünn. Ja, da könnte man quasi durchrennen. Ja, wenn das Licht im Bad ein bisschen heller wäre, könntest du Silhouetten erkennen. Also, das heißt, das Stärkste in der Wand sind die Fliesen von der anderen Seite. Der Fliesenkleber. Also. Fliesen sind nur so Folienfliesen. Zum Glück hat es Daniel nicht dran geklebt. Oh Gott. Muss die Fuge überall gleich sein? Nein. Nö, das ist cool. Wir nennen es Mosaik. Einfach nach so Fingerbreit Fuge. Deine oder meine? Such dir einen aus. Da hatte ich dann auch verstanden, dass du da ein Oberlicht dran machst. Ja. Dann sagst du, okay, da hast du halt ein bisschen Tageslicht, auch kein richtig helles, aber halt einfach ein bisschen Gefühl, okay, du weißt im Bad, so wie bei mir halt, ob Tag oder Nacht ist. Ja. Obwohl gerade bei dem Licht habe ich immer das Gefühl, es ist Nacht. Ja, gut, ja. Hier ist es mit dem Gerüst vom Fenster auch nicht besser. Aber ich meine, weißt du, dann hast du halt zumindest, okay, es ist ein sinnvoller Bauansatz, um halt hier ein zusätzliches Zimmer reinzuziehen mit so einem Oberlicht. Gewagte These. Also wo ich sagen würde, das Einzige, was ja noch baulich Sinn machen würde, wäre die Trockenbauwand zwischen Küche und dem anderen Zimmer rauszunehmen. Und da dann... Das ist auch Trockenbau. Ist das alles Trockenbau? Viele. Nur der Flur ist massiv, oder was? Ja, da zur Küche hin. Da. Die Wand zwischen Kammer und Küche. Das kann sich keiner gerade vorstellen. Ja, das ist auch alles. Ist auch echt, ich weiß auch nicht, wer das gebaut hat. Also wer baut eigentlich diese Häuser? Wer baut diese Häuser? Ich habe keine Ahnung, Mr. Ja, Klaus, dann nimmst du Vicky von hinten, das schaue ich mir noch an. Dann mache ich Ferien. Wer war das nochmal? Mr. Schweighöfer. Schweighöfer, aber der Papa. Ja. Na. Michael. Ja. Du sagst meinen Namen, Vicky, du sagst meinen Namen immer so komisch. Du sagst meinen Namen so komisch. Ich fühle mich gar nicht wiedererkannt, wenn du meinen Namen sagst. War der damals noch am BE? DT. Ah, okay.
Aber da war doch fest, das Ensemblemitglied. Ja, ja, klar. Ja, der war ja auch gut beisammen. Die einen sagen so, die anderen so. Ich habe den Eingang heute gefunden. Feierabend. Ja, schon mal. Wenn ich muss mein Telefon aufladen. Dann saß er eine Stunde da und hat sein Telefon aufgeladen mit irgendwelchen Call-Ja-Karten. Call-Ja war es. Falls ihr euch noch an Call-Ja erinnern könnt, liebe Mannesmann-Mobilfunk-Zuhörer. Kommt alles wieder. Ja, naja, haben wir sonst noch was zum Suhl zu sagen? Haben wir es schon alles abgeschlossen? Glaube, ja. Sonst würdest du ja nur sagen, wo wir noch rumrennen. Ja, wir sind auch schon eine Stunde 10 hier dabei. Okay. Und wir sind ja heute super schnell zum Punkt gekommen. Ja, muss man ja auch mal feststellen. Also wir haben wahrscheinlich 40 Sekunden Inhalt. Ja, das ist schon 40 Sekunden mehr als sonst. Ich habe mich gerade gefragt, wie die Decke aussieht im Lidl. Du hast dich neulich mal gefragt, wie der Boden aussieht im Lidl. Das sind doch Fliesen, oder? Große Fliesen. Da haben wir nie raufgeguckt. Wir haben uns mal diese Frage gestellt und das nie geklärt. Echt? Ich dachte, das ist doch mal eine Frage an unsere Zuschauer. Ich dachte, es sind große, helle Fliesen, beige oder vielleicht was. Ist es eine große Fliese. Na, aber die Decke, was ist denn an der Decke? Auch eine große Fliese. Na, was wird an der Decke sein? Na, so meine, so sind, Paneelen halt. Sind da halt, sind das Neonröhren? Sicherlich. Oder sind das so eine bescheuerten Strahler? Na, jetzt werden LED-Leuchten sein, keine Neonröhren mehr. Okay. Xenonröhren. Radonröhren. Was ist denn Radonröhren? Auch ein Edelgas. Okay. Was sind die anderen Edelgase? Sagt es uns auf fürnüssepod.com. Ihr könnt einen Kommentar hinterlassen, glaube ich, wenn ihr einen WordPress-Account habt, aber ich bin mir. Meine Güte. Ja, schön. Ja. Ja, dann haben wir das ja. Also, ich meine, auf jeden Fall ist toll. Macht Spaß. Gehen wir morgen wieder suhlen? Morgen, Mittwoch. Ja, ja schon. Ich sehe jetzt aktuell keinen Grund, warum nicht, aber also irgendeine Ausrede fällt mir bestimmt morgen ein. Ich habe 13 Uhr Casting, also entweder nachher wahrscheinlich dann. Ja. Ich glaube, es geht nicht lang. Ja, ich meine, wir müssen eben morgen mit Training mal schauen, weil wenn das Wetter wieder so ist. Ja, vielleicht auch einfach dann sagen, oder einpacken und eine kurze Runde laufen. Ja, das wäre, glaube ich, also ich glaube, das Laufen Alternative, darf ja. ich nicht so schnell wieder abbrechen. Ja, ja. Dito, meine Knie werden jetzt langsam von Tag zu Tag besser. So. Das ist, neulich bin ich mit Knieschmerzen aufgewacht und konnte meine Beine erstmal nicht bewegen. Und jetzt, im Bett. Jetzt hast du noch jetzt ein paar Tränen, wenn du jetzt schlafe ich nur noch mit Knieschmerzen ein. Übrigens, ich habe gestern The Haunting of the Hill House on Netflix angefangen. Spuk im Hill House, so eine Gruselserie. Jetzt passend zu Halloween. Nee, heißt es nicht. Nee, Spuk ist ganz groß. Okay. Im Deutschen. Vielleicht heißt es auch im Deutschen nur Spuk. Also The Haunting of the Hill House ist der Originaltitel. Vielleicht heißt es auch nur Spuk. Ja, die erste Folge fängt ein bisschen langsam an, aber mit einem guten Schock endet sie. Aber ich dachte, du bist gar nicht für sowas. Ja, es ist nur Grusel, es ist kein Horror. Okay. Also es ist auch, also nicht, das weiß ich jetzt, manchmal ruft es mir das so ins Gedächtnis bei Daredevil. Zum Beispiel werde ich immer gebeten, unseren Netflix Wir sind 18-Code einzugeben. Okay. Und das ist beim Hill House nicht so. Mhm. Okay. Und das ist auch wirklich halt so langsamer Grusel und irgendwie so, du hast das Gefühl, Sachen bewegen sich, Statuen, so kleine Schockmomente. Okay. Ja, kann ich mal. Schön. Also ich habe nur eine Folge gesehen bisher, aber die wird ganz spannend. Ich werde das jetzt weiterschauen. Es sind auch nur 10 Folgen. Ich bin gerade bei Deutschland 86. Ich finde es immer noch geiler Scheiß. Also deutsche Produktion denke ich, ja. Aber es halt auch einfach so zeitgeschichtliche Sachen. Aufarbeiten, immer eine Mischung aus Fakten und Fiktiv. Echt super, finde ich so geil. Da war ich ein Jahr. Bitte? Da war ich ein Jahr. 86? Ja. Ach geil, da war ich 6 Jahre. Da wäre ich nach deiner Rechnung schon ein Jahr in der Vorschule gewesen. Unser beliebtes Segment, wie alt waren Dirk und Klaus da? Und hätte schon ein Jahr Zähne geputzt. Du warst ja da noch nicht am Zähneputzen. Nicht. Durftest ja erst mit 5. Ich krauche auf dem Zahnfleisch. Hört auf, hier immer gegen die Wände zu klopfen. Kleiner Nachtrag von letzter Sendung. Ja. Die Band heißt nicht Erotica, sondern Erotic. Wenn ihr Erotic. Genau, für die Zuhörer, die einen Soundtrack zu unseren Folgen zusammenstellen. Genau, und wie hieß sie nochmal? Lucy Electric war tatsächlich gelistet als Girly und nicht als Girly Fetischdame. Girly mit Ö? Ja, genau. Girly. Ein Girly. Girly mit Ö, wie mein Gehirn. Wie der Park. Ja. Oh, Gottes Willen. Mega-Gag für alle unsere Berliner Zuhörer, die gerade billigen Stoff aus der Mitte rauchen. Müsschen, es wird kalt. Ja, naja, wo erreichen die guten Leute des Internets uns denn?
Fürnüsse@gmail.com oder @fürnüssepod auf Twitter. Fürnüsse mit Dirk und Klaus auf einem wunderschönen YouTube-Channel. Oder Fürnüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes, auf Stitcher oder auf Podcast. Addict. Und jeden Dienstagabend in der Wolke A7. So. Am Tresen oder unterm Tresen. Bei heißen Würstchen in Korn. Ja, am Kanale. Wir kochen unsere Würstchen in Kanale, Korn. Kanale Anale Grande. Zum leichten Herrenwitz. Gut, kommt in die Woche, zieht euch lange Höschen an. Ja, genau, gut. Schweinekalt. Kommt in die Woche. Schweinekalt. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich den Knopf verfehlt, scheiße. Tschüss. Warte, wir laufen noch.